Und hallo zusammen, hier ist wieder Kaithalan und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen kleinen Erfolg, den wir finden können und erkunden und dann Dracheninseln und hier haben wir das Achievement von allem etwas bitte. Und für dieses müssen wir Folgendes machen, probiert die Spezialitäten an Speis und Trank in verschiedenen Lokalen in Thaldraszus. Und das wollen wir jetzt einmal machen. Das Ding ist, im Achievement ist es ein bisschen ineinander geschoben, also man sieht so nicht ganz gut, was man sich eigentlich kaufen soll. Das werde ich euch jetzt aber einfach zeigen und ich würde sagen, da fangen wir jetzt direkt in Thaldraszus auf diesem Handwerkermarkt an. Und hier sind wir, wie gesagt, einmal beziehungsweise in Valdracken sind wir jetzt, in der Hauptstadt. Und dort sind wir beim Handwerkermarkt hier unten auf den Koordinaten 29, 63. Und dort haben wir einen Drachen, der Käse verkauft, wie ihr seht. Also da ist der Lederhändler. Und hier ist der Käseladen, würde ich jetzt mal sagen. Und dieser Drache verkauft hier einen Käse, der schimpft sich Eiskronen-Blauschimmelkäse. Und das ist der erste, den wir brauchen. Den kaufen wir einmal und schnabulieren den weg. Dann müsste jetzt eigentlich hier das erste einmal schon abgehackt werden. Dann befinden wir uns am nächsten Spot und zwar bin ich dann hier oben einmal auf den Koordinaten 38, 46. Und hier haben wir dann die nächste Lokalität. Das ist hier so ein kleiner Pavillon, würde ich jetzt mal sagen. Und hier haben wir einen NPC und der verkauft uns einmal ein gedämpftes Karabio-Stick. Das brauchen wir jetzt auch und dann schnabulieren wir das mal weg. Und dann müssten hier jetzt auch schon zwei abgehakt sein. Also ich laufe hier mal nochmal einen Ticken raus, beziehungsweise fliege ein bisschen raus. Dann seht ihr, wo ich jetzt hier genau drin war. Also hier, ihr seht, das ist ein bisschen erhöht auf so einer fliegenden Scherbe. Und in diesem Pavillon ist dann quasi auch der NPC. Dann befinden wir uns auf dem nächsten Spot und zwar bin ich jetzt hier unten auf den Koordinaten 50, 42 und hier haben wir wieder ein kleines Gasthaus. Wenn wir jetzt hier, sind wir auf diesem Platz, wie ihr seht, und dort haben wir das Gasthaus und auch da sitzt ein Drache drin, der uns ein paar Sachen verkaufen will. Den quatschen wir einmal an und dann hat der hier unten einmal Traumwächter-Tropfen-Breu, schimpft sich das, das kaufen wir. Und trinken das auch und dann haben wir auch schon 3 Stück. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt und zwar sind wir hier unten bei den Koordinaten 52, 69, hier an dem Weg dran. Und hinter mir ist dann wieder ein kleines Gasthaus und hier auch wieder beim Gastwirt haben wir dann ein bisschen was zu kaufen. Und was wir benötigen ist die Bifigosa Blutwurst, den Namen finde ich ja schon mal recht amüsant. Die konsumieren wir weg und dann sind wir nur noch bei 4 Items, die fehlen. Dann sind wir auf dem nächsten Spot und zwar bin ich jetzt hier ganz oben auf den Koordinaten 59, 82 und hier haben wir ja diese kleine Kampagne spielen müssen am Anfang und da haben wir noch so ein kleines Portal. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr leider die Kampagne zu Ende spielen, dass ihr das einmal bekommt. Und wenn wir durch das Portal gehen, dann landen wir in einer anderen, einer anderen Zeitphase in Anführungszeichen, wo die Primalisten, ich würde mal sagen, nahezu gewonnen haben, denn hier ist alles ein bisschen zerstörter und hier haben wir dann auch andere NPCs. Und hier steht eine kleine, ist das eine Elfin? Ja, das müsste eine Elfin sein und die verkauft uns dann ein Essen, arkan stabilisierte Vorräte und das ist auch eins von denen, die wir noch brauchen. Das schnabulieren wir einmal weg und dann seht ihr, sind es jetzt nur noch 2 Stück, die noch über sind. Dann sind wir jetzt wieder draußen aus dieser Zeitphase und zwar hier oben bei den Koordinaten 58, 82 und da sollte eigentlich ein NPC stehen, der dieses Heimatort Hell verkaufen soll. Der ist jetzt aber hier nicht da und mir wurde gesagt, dass der anscheinend an verschiedenen Spots random spawnen kann. Hier ist anscheinend einer von denen. Und dort ist er bei mir nicht. Er kann aber anscheinend auch in den anderen Zonen sein. Und ich würde sagen, wir gehen die mal abflattern, die Spots, und schauen, ob er bei mir irgendwo da ist. Dann bin ich am zweiten Spot und zwar einmal im dritten Gebiet hier im Azurblauen Gebirge, hier unten im Lager im Nirgendwo. Und anscheinend soll die hier direkt an dem Zelt oder in dem Zelt hocken. Ups, jetzt habe ich hier die Waypoint-Koordinaten einmal rausgesucht. Machen wir das mal so. Also hier soll sie anscheinend irgendwo direkt dran hocken. Das Ding ist, die ist nicht da, Kaithalan oder irgendwie so heißt die. Da muss man mal gucken, ob die Tage vielleicht einmal spawnt. So, ich habe jetzt einen Tag gewartet und dann war er auch hier an dem Spot, wo wir vorhin schon waren, und zwar auf den Koordinaten 58, 82. Und zwar steht er jetzt hier oder sitzt hier hinten, Kaithalan schimpft sich der oder der wahrscheinlich. Und dann hat er hier einmal Heimat Heimatort Hell. Und das können wir uns jetzt mal kaufen. Immer ein Vergnügen. Und einsetzen. Und dann seht ihr, fehlt nur noch ein letztes an der Stelle. Dann kommen wir jetzt zum letzten Spot. Und zwar sind wir jetzt einmal nochmal zurück in Thaldraszus. Wir sind hier oben auf den Koordinaten 61,12. Und da ist so ein kleines Gasthäuslein, wo es tägliche Quests auch gibt. Und ja, da gibt es einen Tisch. Und hier bei dem Tisch können wir verschiedene Speisen essen. Das brauchen wir unter anderem auch für ein anderes Achievement. Und zwar hier für dieses Speisen-Achievement. Jetzt ist es so, dass jeden Tag hier, ich glaube, 3 Speisen sind, die man anklicken kann. Und dann kriegt man einfach einen Buff drauf. Und wir brauchen für unser letztes Essen pikante Pommesfruchtkuchen. Das brauchen wir sowohl einmal hier für unser Helden-Achievement als auch tatsächlich für das andere. Ne? Bei dem muss man halt nur immer diese Speisen jeden Tag essen. So, jetzt klicken wir das Zeug mal an. Und ihr seht, tada, dann haben wir unser Achievement fertig. Und ja, damit sind wir dann auch tatsächlich durch. Beziehungsweise das andere hatte ich jetzt hier auch noch nebenbei gemacht. Mehr ist es nicht, also hier müssen wir keinen Händler holen. Ich habe jetzt tatsächlich über eine Woche jeden Tag hier geguckt, welche Speisen am Start sind. Also das kann ein bisschen zeigen, deswegen zeige ich das euch jetzt auch als letztes, weil das ein bisschen ein Gewarte ist. Am besten einmal pro Tag hierher fliegen und dann dementsprechend hier die Speisen quasi einmal anklicken. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Videoguide. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.